Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM21. Wir haben heute wahrscheinlich schon die Vorentscheidung in der Champions League, auch wenn es erst das vorletzte Gruppenspiel gegen Paris ist. Wir haben Fiorentina und Napoli. Ich muss sagen, ich habe heute irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Schiss davor, dass es heute ein bisschen zusammenbrechen könnte, was wir uns halt bisher aufgebaut haben, mit Platz 1 ja vor allem in der Liga nach 10 Spieltagen. Warum? Einfach nur, weil wir echt nicht fit sind. Ne? Wir hatten jetzt die Länderspielpause. Es hat sich leider in der Zwischenzeit Ünder verletzt. Der wird jetzt langsam wieder fit werden. 6 Tage braucht er noch. Also knapp eine Woche gegen Napoli wird er dann wieder spielen können. Aber es ist halt... Habe ich eigentlich den Trainingsplan gemacht? Jo. Größtenteils. Aber es ist halt ziemlich blöd gelaufen für uns in der Phase jetzt, weil wir kaum aufgeholt haben in der Fitness, obwohl das eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre, um in der Fitness aufzuholen. Selbst Nicoli, der heute in der Startelf stehen wird mit Kacala, da seht ihr schon selbst, wie nicht gut das ist, sind nicht wirklich fit. Solomon kam auch super spät aus Israel zurück, leider. Poskus kam super spät aus Litauen zurück. Andres noch verletzt, also auf den Außen ist momentan richtig großer Alarm bei uns. Ansonsten rein von der aktuellen Form her habe ich mal Baluza reingebracht für Brescianini, der mir auch die letzten paar Spiele nicht so gefallen hat. Aber ich muss sagen, ich habe heute wirklich ein sehr schlechtes Gefühl. Ich hoffe, das wird sich nicht bestätigen, aber irgendwie, weiß nicht, ist nicht schön heute. Ich habe bisher sonst so gescoutet, ne? Ich habe die Länderspielpause dafür genutzt, mal ein bisschen hier schon zu gucken, bei den Spielern, die vertragslos sind im kommenden Sommer. Unter sich nochmal alle Jugendspieler scoute. Dabei wollte ich noch schauen, jemand hat gefragt in den Kommentaren, sorry, ich merke mir die Namen nie, ne, weil ich mir die auch nicht aufschreibe. Ich guck mal kurz, ne, weil ich habe meinen Browser noch offen nebenbei. Ich sollte mal nach Papetti gucken, weil wir hatten Papetti mal vor ein paar Jährchen, 2 oder so. War das Andrea Papetti? War der nicht 10er? War Carlo Papetti, ne? Den sollten wir uns mal anschauen. 21 Jahre ist er mittlerweile alt. 11,25 Millionen Euro wert. Ja, bei Rom, das war der Jan, der das fragen wollte. Jo, oder gefragt hat, logischerweise. Also das ist Papetti, der für 14,5 Millionen gewechselt ist, als Rom abgestiegen ist. Letztes Jahr nur ein Tor in 16 Einsätzen. Auch nicht so geil, ne? Aber ja, wollte ich euch mal zeigen. Weil gefragt wurde. So, Fiorentina 4-2-3-1 mit Olli Rimmen auf der linken Außenbahn, der ja von uns weggewechselt ist. Und das ist unsere Aufstellung. Also wir werden auf den Außen höchstwahrscheinlich relativ schnell wechseln, weil wir keinen von den Vieren über 90 Minuten durchspielen lassen können. Ihr habt gesehen, ein paar Änderungen gab es. Netkov sollte fit sein. Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir gut spielen können. Form ist momentan echt nicht mehr gut, ne? Eieiei. Ich habe wirklich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Ranocchia bekommt einfach in der ersten Sekunde die gelbe Karte. Alles klar. Ganz ehrlich, da möchte ich jetzt aber mal kurz schauen, was der gemacht hat. So, es war die dritte Sekunde, fünfte, sechste, siebte. Bin gespannt. Hier ist Ranocchia. Hier. Also mal ganz ehrlich, da muss man nach 17 Sekunden nicht schon gelb geben, ne? Also, verstehe ich nicht so wirklich. Aber gut. Hoffentlich macht es nicht so viel aus. Eckball Nummer 1. Philippe Cruz bringt den rein und wir führen on Martin Kacala. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön und Kacala hätte ich jetzt nicht als Kopfballspieler in Erwägung gezogen, aber der Kopfball, der war super. Also alles an dem Kopfball war richtig, richtig stark von Martin Kacala. Der Kollege, schade, ich wollte gerade schauen, wie groß er ist. Das weiß ich nämlich nicht aus dem Kopf. Nicoli geht gleich mal für den nächsten Angriff nach vorne, bleibt dann aber leider mit seinem sehr optimistischen Pass beim Gegner stecken. Okay, muss aufpassen, ne? Und Fiorentina jetzt erstmal im Angriff. Ach, wir sind eigentlich am Gegner dran, aber wollen halt nicht ran. Rimmen, Ex-Spieler, ne? Eigentlich muss der ein Tor machen. Ah, viel Platz da und fast ein wunderschönes Tor. Zum Glück haben wir auch mal ein bisschen Glück mit dem Alu. So, Kacala ist 1,80, 114 Sprunghöhe, also das können wir mal machen. Ich hatte übrigens unter der Länderspielpause leider mal wieder das Pech, dass
die Spielerinteraktion beim FM mal wieder zugeschlagen haben. Nesovic hat ja mit 16 Jahren seinen ersten Länderspieleinsatz gemacht. Ich habe gesagt, Brudi, richtig nice, hast du gut gemacht. Und er so, hat ja auch lang genug gedauert. Mit 16, ne? Klar. Aber ja, so ist der FM halt, ne? Manchmal sind die Spielaktionen wirklich unter aller Sau. Ja, das zieht sich eh schon seit Jahren durch. Also seitdem ich FM spiele, seit 2012 eigentlich, seit 2012 exzessiv, ist es eigentlich immer so. Also da muss man sich wirklich nicht wundern. Hat leider der Moral ein bisschen wehgetan bei Nesovic, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ach, Gabiankas Kopfball kommt leider nicht an. Der war auch ein bisschen zu optimistisch, weil zu lang. Und jetzt wird Fiorentina den ersten richtig krassen Angriff, glaube ich, fahren. Mit Rimmen, aber Kroos richtig stark. Und jetzt können wir sogar einen guten Angriff setzen. Na, De Luca, bisschen gezögert. Also, der kommt an, Jungs. Kroos, Ballannahme nicht so gut. Oh, nö, nee, nee, nee. Och, das ist alles irgendwie ein bisschen sehr unpräzise gerade, ne? Aber irgendwie kommt's an. De Luca, nice. Und Caçala mit der Vorlage. War ein sehr komischer Spielzug irgendwie, ne? Irgendwie war jeder Pass zu lang, zu kurz oder zu unpräzise. Also im Sinne von zu weit links oder zu weit rechts. Aber irgendwie ging der dann doch rein. Und Caçala, absolut überragend. 2 zu 0, perfekter Zeitpunkt dafür. Aber wir werden noch eine Szene haben in dieser ersten Halbzeit. Es steht 2 zu 0. 2 Minuten gibt es obendrauf in dieser ersten Halbzeit. Lassen Fiorentina gerade ein bisschen kommen, was jetzt nicht unbedingt sein muss. Carles Perez hat echt viel Platz. Kabianka kommt mit der Grätsche nicht durch. Netkov klärt. Leider nur zum Gegner. Starker Ball und Zingo kann es nicht machen, weil er das Kullerball-Syndrom hat. Gut für uns, gut für Tadikone. Wir bleiben beim 2 zu 0. Nicht zurücklehnen, Jungs. Nicolin muss raus. Fitness ist. Wobei, Fitness geht bei ihm eigentlich. Caçala müsste ja raus. Dann lasse ich die noch ein bisschen spielen und werde wohl das erste Mal in der 60. und das zweite Mal in der 70. wechseln auf der Außenbahn. Zunächst Caçala gleich, dann wird dann wahrscheinlich Solomon reinkommen. Und für Nicolin werde ich dann Poskus bringen für 20 Minuten. Ranocchia würde ich ehrlich gesagt auch noch gerne austauschen, weil er ist jetzt halt eine Stunde mit der gelben Karte unterwegs. Ne? Ich weiß nicht, wie lange das ehrlich gesagt noch gut gehen kann. Eigentlich ist er Ranocchia klug genug, ne, dass er das jetzt nicht komplett verkackt. Aber man weiß ja nie, ne? Ich weiß nicht. Ganz schlechtes Gefühl weiterhin, obwohl wir 2 zu 0 in Führung liegen. Weiß ich nicht. Poskos wird reinkommen für Nicolai. Bisher sieht es weiterhin sehr gut aus. Allerdings ist es halt auch wieder nur ein 2 zu 0, ne? Lass Fiorentina den Anschlusstreffer machen, dann wird es wieder eine große Zitterpartie. Regini könnte halt eigentlich auch raus, aber ich werde. Ach komm, Ranocchia, ja, ich vertraue dir. Du machst es schon. Pavlovic kommt rein für Regini für 5 Minuten. Und wir holen das Ding jetzt hier souverän. Ich glaube, wir holen es sogar wirklich souverän. Jupp, 2 zu 0. Sehr schön, Jungs. Das war wirklich sehr gut. Hatte wirklich ein ganz schlechtes Gefühl und ihr habt's mir eigentlich genommen. Wobei gegen Paris habe ich auch ein schlechtes Gefühl. Also ich würde sagen, wir haben zwar 3 Tage Regeneration. Aber ich sollte den Jungs trotzdem mal ein Päuschen geben. So, alle, die gespielt haben, würde ich sagen. Kriegen einen Tag Pause, ist leider nicht viel, aber viel mehr können wir uns auch ehrlich gesagt nicht leisten momentan. Weil jetzt hier an dem Samstag passiert eh nicht so viel, eine Erholung, Spielanalyse und Teamgeist. Das ist okay, wenn sie da mal nicht mitmachen. Und ich glaube, eine Pause den Spielern zu geben, macht deutlich mehr für die Fitness als 3 Erholungseinheiten oder so. So, und jetzt Paris, ne? Also wir müssen gewinnen, wenn wir halt weiterkommen möchten in der Champions League. Erstmal schauen wir, was Inter macht gegen Bologna. Juve natürlich auch interessant. Ich glaube, Lazio hat auch gespielt, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Also alle 3 Konkurrenten von uns. Schauen wir mal. Ja, Tatsache war Lazio. Ich glaube, gegen Sassuolo, wenn ich es richtig gesehen habe.
So, was machen Sie? Was machen Sie? FM spannt uns auch auf die Folter. Inter hat gewonnen, Lazio hat gewonnen, aber Juve nur unentschieden. Punktgleich also weiterhin mit Inter auf 1 und 2. Lazio ist gerade mal ein Pünktchen hinter uns. Und Juve hat ein bisschen Boden verloren. Es sind jetzt 6 Punkte auf Juventus. Es wird ein weiterhin richtig enger Fight werden gegen Inter. Und allzu lange dürfte es auch gar nicht mehr dauern, bis wir gegen die spielen, ne? Als nächstes geht es jetzt erstmal gegen Napoli. In der Liga. In der letzten Partie in dieser Folge. Postkurs würde gerne einen neuen Vertrag haben. Habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Ah, Wirtz konnte die Unzufriedenheit nicht lösen. Wir allerdings schon. Sehr schön. Ah, Inter ist hier noch nicht dabei, aber. Wir spielen gegen Lazio und dann gegen Inter direkt hintereinander. Und das in der Ü. Nee, Quatsch. Wow, ist getrennt bei uns. Aber wobei, kommt drauf an, ne? Wegen bisschen Winterpause. Mal schauen, ob wir vielleicht direkt hintereinander. Oh, dann noch Juve! Oh, da war ja irgendwas. Stimmt, ich erinnere mich gerade, dass wir diesen Spielplan so gesehen haben und dachten, oh fuck. Ja, ich würde mal behaupten, Januar könnte sich das schon entscheiden, ob wir bis zum Ende um die Meisterschaft kämpfen oder eben nicht, ne? Kann es sein, dass wir die dann auch am letzten Spieltag haben, die letzten drei? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir bereits gegen Lazio, Inter oder Juve gespielt haben in dieser Saison. Jupp, das könnte ein unfassbar interessanter Meisterschaftskampf werden, wenn wir dranbleiben. Aber selbst wenn wir nicht dranbleiben, was ich natürlich trotzdem hoffe, dass wir das bleiben, könnten wir hart in den Meisterschaftskampf eingreifen in den letzten drei Spieltagen. So, Balagué hat rot bekommen bei der 2-1-Niederlage von Monaco gegen Stade Rennes. War seine erste rote. Durchschnittsnote ist aber trotzdem okay. So, ich würde sagen, wir spielen wieder im 4-1-4-1. Wird dann. Ja, was würde ich da tauschen? Im Prinzip haben sie gut gespielt. Ich würde wahrscheinlich Nicoli rausnehmen für Poskus. Ünder könnte vielleicht. Solomon. Also Cancala hat ein Tor und Vorlage gemacht. Klar, es war Fiorentina und nicht Paris, aber eigentlich muss der dann schon spielen, ne, wenn er so eine starke Partie macht. Brescianini würde ich wohl wieder reinpacken für Baluza. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er halt dann doch schon ein bisschen stärker ist. Baluza ist jetzt nicht großartig negativ oder positiv aufgefallen in der Partie gegen Florenz. Allerdings, ja, Gefühl sagt Brescianini. Und dann müssen wir gleich eh nochmal schauen wegen der Fitness. Ne? Da wird auch noch viel passieren. So, wir sind schon am Spieltag. Und ja, wie gesagt, wir müssen halt gewinnen. Weil Unentschieden dürfte uns, glaube ich, nicht reichen. Da müssen wir hoffen, dass dann City gegen Paris gewinnt, glaube ich. Andres und Ünder können noch nicht. Da schauen wir gleich drauf. Also Ausgangslage ist jetzt, Quatsch, nicht diese hier, sondern diese hier. In der Gruppe F. Gruppe E war es. Meine Güte, ich kann schon wieder nicht gucken. Also Unentschieden würde uns nur reichen, wenn wir am letzten Spieltag dann gegen Hertha gewinnen und Paris halt gegen City verliert, was möglich ist. City hat anscheinend bereits verloren. City hat 2 zu 8, du Schande. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist, ne? Ich meine, jetzt ist wirklich alles komplett offen. Heißt für uns aber auch, am letzten Spieltag geht's so oder so noch um alles. Wenn wir gewinnen jetzt, dann geht's um Champions League oder Europa League. Wenn wir jetzt verlieren, geht's um die Europa League. Boah, was für eine unfassbar enge Gruppe. Also wenn wir jetzt gewinnen, wäre schön. Eieiei, ach du Scheiße, was ist das für eine Gruppe, bitte? Fuck. 2-1. Guardiol, Eigentor, dann Doku mit dem regulären Treffer. Nunez hatte noch das Anschlusstreffertürchen gemacht in der 37. 4-3-1-2 bei Paris. Müssen wir kurz schauen, ob die das auch gespielt haben. In der ersten Partie, welche wir ja überragend gewonnen haben mit 4-1. Die Antwort ist nein, das waren 4-2-3-1.
Also alle sind fit. Ünder müssen wir tauschen natürlich. Ich glaube, die Aufstellung ist in Ordnung. Kachala ist halt so eine Sache, ne? Der Typ hat halt gerade sein drittes Ligaspiel gemacht. Aber er war halt dafür überrangt, die ersten drei Spiele. Bresciannini und Poskus, also die beiden einzigen Änderungen im Gegensatz zum Florenz-Spiel. Und Paris wird enorm heftig werden. Die wollen natürlich auch die Revanche jetzt, ne? Den haben wir halt wehgetan, ne? Mit diesem 4 zu 1. Und Mbappé hat halt auch nicht gespielt. Eieiei. Das wird richtig ekelhaft werden. Aber wir können es schaffen, auch wenn Mbappé spielt. Camavinga, Pedri, Locatelli auf den Achterpositionen, Yusuf Demir auf der 10. Boah. Unentschieden wäre wohl zu wenig. Aber wer weiß, es ist halt extrem eng. So, Paris mit dem ersten Angriff, der zum Glück schon an Kabianka scheitert. Ah, risky. Kommt aber an auf Kachala, der gleich mal nach vorne geht. Kachala probiert's mal zu übermütig. Da hat er wahrscheinlich zu viel Selbstvertrauen noch gehabt durch die Ligaspiele. Das sollte er dann eher nicht machen. Die Luca war anspielbereit. Vielleicht nicht perfekt, aber hätte man auf jeden Fall besser machen können. So, Mbappé, da ist er gleich mal. Mbappé schießt zum Glück daneben. Eieiei. Das wird so schwierig. Eckball von Mbappé. Oh, ganz schön knapp. Kimpembe verlängert für seinen Innenverteidiger-Kollegen Pembele und der trifft zum Glück für uns. Erstmal nur den Pfosten. Der nächste interessante Ball von Mbappé auf Pembele. Eieiei, Boys. Eieiei. Ah, Kachala 6-5, 6-6 aktuell. Bresciannini mit einer 6-5. Paris hat nach den ersten paar Minütchen jetzt ordentlich mal zugelegt. Könnte hier natürlich auch Sinn machen, vielleicht mal auf das 4-3-3 zu gehen, ne? Gleiche Begründung wie sonst. Paris hat die Außen nur einmal besetzt. Wir hätten sie dann zweimal offensiv besetzt. Ah, De Luca probiert's mal mit dem Schuss. Ranocchia schnappt sich den Ball. Wir sind jetzt hinten ein bisschen offen. Der Ball darf jetzt bloß nicht verloren werden. Oh, kommt durch! Kommt durch, Regini! Und Kacala mit der Vorlage! 1 zu 0 Führung gegen Paris in der 45. Oh, nice. Wunderschöner Ball von Kacala. Boah, stark. Klar, ein bisschen Glück, ne, weil Pembele unterm Ball durchspringt. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wir sind wieder in Führung. Wie schon im ersten Spiel. Sehr nice, Boys. Aber das wird noch eine lange und harte Partie werden. Das wäre die aktuelle Tabelle. 8 Punkte punktgleich mit City. Die am letzten Spieltag gegen Paris spielen. Aber es ist halt noch nicht vorbei. Und Paris kommt und kommt. Mit Pedri und Camavinga. Und Mbappé macht die natürlich rein. Das darfst du natürlich bei Mbappé nicht machen. Das darfst du nicht machen. Da hat Netkov nicht aufgepasst, sich düpieren lassen. Wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Kimpembe den Ball einfach so vorne reinschlägt. Und schon sind es wieder nur 6 Punkte. Oh, Szene direkt zum Anstoß. Kachala. Kachala. Oh, trifft den Pfosten. Oh, schade. Baluza kommt rein für Bresciannini. Gelbe Karte, schlechte Note. Aber jetzt auch leider erstmal eine Szene für Paris. Da ist Bresciannini gewesen, ist nicht rangegangen. Gut gemacht von Ranocchia. Der Ball hinten raus war unnötig überhastet. Auf die 52. Minute erst. Emerson hat echt Platz, weil Kabianka nicht rangeht. Pedri hat viel zu viel Platz. Ah, Miranda auf der linken Außenbahn auch. Pedri rein. Oh, gefährlich, gefährlich. Pass doch bitte auf den Mbappé auf.
Malocza mittlerweile drin. Da ist er gleich mal. Gefährlich, weil wir Paris richtig rankommen lassen. Lösen das spielerisch aber sehr klug bis zu diesem Ball jetzt hier. Sehr gut von Uribe gegen Mbappé. Ah, uns fehlt die Konsequenz. Und deswegen verliert Regine jetzt auch den Ball gegen Camavinga. Und Paris kommt jetzt mit der kompletten Wucht. Und Mbappé macht das 2:1. Jungs, warum denn? Warum pennt ihr so rum? Komplett unnötig halt. Das gleiche wie eben dieses Mal ist es ja schon wieder Netkov, der nicht dran ist an Mbappé. Warum, Jungs? Mbappé mit dem Freistoß und fast die Vorentscheidung. Wir machen gerade super viel falsch. Ich werde auch auf das 4-3-3 gehen, weil wir liegen ja eh hinten. Was sollen wir da großartig jetzt anders machen? Wenn wir in dem gleichen System bleiben. Aber Paris zeigt jetzt all das, was sie im ersten Spiel nicht gezeigt haben. Auch hier, Sila kommt nicht ran an diesen sehr unpräzisen Ball von... Ich glaube, es war Kroos. Mbappé fast mit seinem dritten. Poskus schläft ein. Den kannst du die Füße besohlen halt beim Rennen. Ja, auch überpressen. Wir brauchen das Unentschieden. Ansonsten sind wir eigentlich raus aus der Champions League. Weil Paris nicht gegen City gewinnen wird. ...15 Minuten nur noch. Poskus wird gehen. Regini geht jetzt mal auf die Außenbahn. Und Rovalia kommt rein. Ja. Und hier auch sehr offensiv. Ah, Mann, ey. Danke, Herr Fan. Danke. Keine Ahnung, wie sowas jemals passieren könnte. Gerade im Spieler wie Netkov. Aber so ist es nun mal. Das ist der FM. Würde halt niemand jemals mit so einer Wucht den Ball zurückspielen. Gerade mit der Erfahrung von Netkov. Aber ja, das war's dann in der Champions League. Ist leider nicht das erste Mal, dass ich das sehe in diesem Jahr. Von daher, ach, Knöchelprellung, danke. Das hat jetzt auch noch gefehlt. Das war's dann wohl mit dem Champions League-Traum. Schon wieder. Vielleicht haben wir nächstes Jahr Glück und kriegen endlich mal eine machbare Gruppe und nicht so eine absolute Todesgruppe. Ach, und dann machen wir noch so einen Riesenfehler und in der Höhe ist das extrem unverdient, aber Paris hat leider das Hinspiel, das Hinrundenspiel komplett egalisiert. Die haben ihre Revanche halt komplett genommen. Die ist geglückt. Reicht denn jetzt auch mal? Ich meine, wir waren nicht in der Phase, wo wir ansatzweise wieder rankommen konnten. Wir haben leider heute sehr viel vermissen lassen. Aber meine Güte, so ein Eigentor halt, ne? Regini fällt 1 bis 2 Tage aus. Müssen natürlich die Jungs für das Spiel bestrafen, weil sonst lernen sie es nicht, ne? So 6-1 bei Tadikone heißt 2 Wochen. 6-2 bei Kroos heißt 1 Woche. 6-5 heißt erstmal nur eine Verwarnung. Ich meine, Luca kann da nicht wirklich viel machen. Netkov wird 2 Wochen werden, obwohl er eine 6,3 hat. Kacala 6,1, obwohl er einen sehr guten Assist rausgehauen hat. War dann bei ihm dann aber trotzdem leider insgesamt die falsche Entscheidung, ihn spielen zu lassen, weil er für so ein Spiel nicht bereit war. Das Problem ist halt unsere Fitness, dass wir einfach nicht fit genug mit Solomon unter anderem waren.
Schade. Das Ding von Hertha gegen City hätte uns halt so viele Räume eröffnen können. Nee, Tadikone, es wird auch mal Zeit, dass du auch mal gut spielst, ne? Kacalla das gleiche. Ihr habt halt einfach sehr scheiße gespielt. Nehmt's halt einfach an. Der Rest hat es größtenteils angenommen, wobei Netkov nicht. Der wollte aber auch nicht mit uns reden. Ja, naja. Ärgerlich, sehr ärgerlich, dass der FM einmal wieder so in den Arsch treten muss mit so einem unfassbar unrealistischen und dummen Gegentor oder Eigentor. Ist natürlich auch sehr ärgerlich. Ich meine, klar, kann passieren in echt, aber also es gibt oft dumme Eigentore, ne? Aber ein Spieler wie Netkov, boah, dass ihm das passiert. Ich meine, welcher Innenverteidiger, der wirklich Stammkraft in der ersten Liga ist, spielt halt mit viel Wumms zentral ins Tor. Das ist ja nicht mal der Fakt, dass er halt Tadikone verpasst hat mit seinem Passspiel, sondern wirklich, dass er aufs Tor gepasst hat. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ne? Ich habe halt nicht wirklich wahrscheinlich die beste Fußballausbildung genossen und bin bestimmt nicht gut als Spieler oder sonst was, also so, was weiß ich halt, ne, aber selbst ich weiß, du spielst nicht auf dein eigenes Tor zurück und vor allem nicht hoch und vor allem nicht mit Wumms. Also das ist wirklich das, was du ganz früh lernst. Ich meine, ich habe früher, ich habe angefangen als Torhüter und da wurde mir halt gesagt, dass meine Vorderleute das nicht machen sollen, dass ich mich halt immer nach links und nach rechts orientieren soll, weil eben den Spielern davor gesagt wurde, sie sollen nicht zentral halt zurückspielen, weil es halt keinen Sinn macht, weil es halt viel zu risikoreich ist, alleine falls ich mal verkacke, den Ball anzunehmen, dass der dann halt einfach an mein Tor kullert. Aber ja, das verstehe ich halt nicht, ne? Wie kann das passieren? Ich meine, klar, ich will jetzt nicht sagen, dass es ultra heftig, extrem unrealistisch ist, weil es passieren halt oft dumme Eigentore im Fußball, es passieren auch dumme Eigentore im Profifußball, im gehobenen Profifußball, ne? Alleine halt letztes Jahr. Nee, es war nicht letztes Jahr. Wann hat Kramer dieses Eigentor gemacht über 25 Meter, weil er hoch zum Keeper zurückgespielt hat? Ich meine, das kann wirklich passieren, aber einem Innenverteidiger wie Netkov aus der Entfernung mit einem Flachpass und dann war es nicht ein Tadikone-Fehler? Kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt, dass das sowas passiert, dass sowas passiert, so einem Spieler passiert, auf so einem Level, in so einem Spiel. Das finde ich sehr unrealistisch, finde ich sehr nervig und bestätigt mir nur meine Verschwörungstheorie, dass der FM dieses Jahr einen immer sehr gerne triggern möchte. Weil ich kein Joke jetzt, ich hatte das vor knapp einer Woche erst. Mit einem richtig krassen Innenverteidiger, meinem anderen Safe, im Finale der Copa del Rey. Und der hat das 2:1 für Valencia gemacht. Mein Innenverteidiger. Das war fast das Gleiche. Wie kann sowas passieren? So einen krassen Innenverteidiger. Der Typ ist 50 Millionen wert. Der Typ ist jetzt gewechselt, ne, weil ich musste ihn danach verkaufen und jetzt ist er irgendwie 80 Millionen wert. Also, nee. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Aber gut, immerhin können wir sagen, wir haben es nicht in dieser Szene verloren. Wir haben es in dieser Szene klar gemacht, dass wir es verlieren. Aber immerhin haben wir es nicht in dieser Szene komplett verloren. Und Inter sowie Lazio haben gewonnen. Das heißt, wir müssen gegen Napoli auf jeden Fall gewinnen mit ein paar Änderungen. Ich denke mal, Sila wird reinkommen. Ich denke auch, dass wir Ünder wieder mitnehmen. Eventuell spielt er sogar von Anfang an. Lass jetzt erstmal Poskus rein. Solomon kommt rein. Hinten müssen wir mal schauen, was die Fitness so sagt. Regini ist nicht ganz so extrem fit, aber es kann sich vielleicht noch gleich ändern. Wir waren ja noch am Sonntag. Nächstes Spiel gibt es dann auch gleich wieder am Freitag. Dann haben wir das Spiel gegen Hertha im zweiten Spiel der nächsten Folge. Schafer? Ach, ich wollte gerade sagen, unser Schafer. Aber Regini ist unter den Nominierten für den European Golden Boy. Das ist okay, würde ich sagen, weil er überragend spielt mit seinen knapp 20 Jahren. Andres ist wieder drin im Teamtraining, das heißt, er kann auch spielen. Genauso wie Ünder. Regini kann auch. Dann schauen wir mal, was die Fitness für das Napoli-Spiel, die im FIFA 2 wohl spielen werden, so hergibt. Eigentlich sieht es bei allen gut aus.
Napoli ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger, glaube ich, als Cagliari, auch wenn die Position das jetzt nicht sagen. Wird nochmal Baluza reinnehmen, weil Brescia nicht schlecht gespielt hat. Und beim Rest würde ich sagen, bleiben wir so. Ünder würde ich jetzt nicht von Anfang an bringen, sondern den würde ich reinbringen. Andres nehme ich mit. Nehme ich nicht mit, weil Cacciala gut gespielt hat. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt besser spielen. Drei Änderungen im Gegensatz zum Paris-Spiel mit Solomon, Baluza und Sila. Und dann auf geht's. Mal schauen, was wir gegen Napoli machen. Auch hier ist mein Gefühl ehrlich gesagt schlecht. Gegen Fiorentina hat es mich getrübt. Jetzt gegen Paris wurde es leider bestätigt. Mal schauen, was es gegen Napoli gibt. Napoli wundert mich, dass die bisher nur auf Platz 10 sind. Kader hat sich nicht großartig verändert. Im Gegensatz zur letzten Saison haben immer noch sehr interessante Spieler, die uns auch immer das Leben schwer gemacht haben. Yavuz Er ist ein extrem guter Spieler, der uns super viel Stress bereitet hat. Nianto auch. Der heute neben Pellegri spielt. Ah, könnte gut werden, aber kommt Poskus leider nicht ran. Kabianka darf nochmal. Schöner Doppelpass mit Sila. Darf nochmal zurück. Baluza. Sila. Irgendjemand sollte jetzt vielleicht mal den Ball effektiv nach vorne spielen und das war's dann auch schon. So, so ein bisschen aufpassen, dass der lange Ball nicht kommt. Poskus stark. Sehr stark. Regini, Sila, schöner Ball auf Poskus und ach Mann. Da muss der Abschluss definitiv besser sitzen. Dürfen übrigens auch nicht vergessen, dass wir immer noch mit dem einen Franzosen, der kein Franzose ist, sondern Uruguayer, dass wir da mal einen Vertrag aufsetzen wollten. Den Linksaußen auf unserer Shortlist, genauso wie mit dem wie prächtiger, den wir im Sommer nicht holen konnten, dafür dann aber Made geholt haben für unsere U20. Ist alles noch im Hinterkopf. Werden wir aber heute nicht mehr machen, denke ich. Vielleicht in der nächsten Folge. Ist bisher ausgeglichen, ne? 2 zu 4 Schüsse, 1 zu 1 aufs Tor. XG ist relativ okay von beiden Seiten aus. Passgenauigkeit ist auch fast ausgeglichen, genauso wie der Ballbesitz. Solomon mit der gelben Karte Nummer 1 in dieser Partie. Tonali und Sila haben die besten Noten auf dem Platz bisher. Jetzt Netkov auch und Alex Meret im Tor von Napoli. Die jetzt leider auch nochmal einen Standard haben. Tadikone ist safe. Eine Minute gibt es nochmal oben drauf in dieser ersten Halbzeit. Langer Ball nach vorne. De Luca kriegt ihn. De Luca! Nee, 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 so nicht. Ja, regt er sich über sich selbst auf zurecht, weil das war gar nichts. Bin unzufrieden, Jungs. Das war nichts. Werden Sala reinbringen für Kabianka, der eine schlechte Note hat, und Gelb. Das ist eine Kombination, die mir nicht gefällt. Zudem hat Kabianka die letzten Spiele allesamt von vorne bis zum Ende bestritten. Wäre auch okay, wenn er mal ein bisschen Pause bekommt. Das war jetzt leider ein sehr, sehr einfacher Ballverlust. Auch hier wird es zu einfach und Jonto macht das 1:0 für die Heimmannschaft aus Neapel. Viel zu einfach den Ball verloren in der Mitte. Und dann hier, ja, die Grätsche mal wieder direkt zum Gegner. Uribe macht den Fehler, weil er ja gar nicht aufpasst. Und ich glaube, das wird unsere erste Niederlage geben, weil ich hier wirklich keinen Ansatz sehe, dass wir irgendwie gut spielen könnten. Wir haben Pedro Pellegri verletzt, super. Ja, sieht nämlich wirklich gut aus. Gibt eine geniale Szene. Die Luca ist heute leider auch mal wieder. Ja, ich will nicht so fies sagen, aber nutzlos. Neso wird schon reinkommen. Ich hoffe, dass er vielleicht auch mal eine gute Idee hat. Und dann wird. Ach, dann haben wir schon unseren dritten Wechsel. Ja, sieht nicht gut aus für uns. Kroos hat jetzt ein bisschen Platz, aber müsste ich den Ball halt auf rechts legen. Flanke kommt mit links und deswegen. Ja, Regini, Kopfball. Die Kopfball im FM kannst du eh in die Tonne kloppen.
Ja, wo ist er? Gewinnt das Kopfballduell gegen Kruz. Nedkov wieder weit weg vom Gegner. Macht das denn hier etwas besser? Pass ist ein bisschen risky gewesen. Jetzt machen wir hier klein-klein, obwohl wir halt hinten liegen. Der Pass war gut. Nesovic ist sehr gut scheinbar. Gefühlt jetzt schon mehr Tore als Deluca und Rovadia zusammen, wenn man den Hattrick ausklammern würde bei Deluca. Es ist trotzdem nicht so, aber saustark gemacht. Und Kacala mit der Vorlage, glaube ich. Ich werde von sehr offensiv auf offensiv zurückgehen, weil ich hoffe, dass wir vielleicht das 2-1 machen könnten. Mal schauen. Sala, Nesovic. Schöner Ball, aber da ja, war ein bisschen zu lang. Wenn der ein bisschen höher kommt, kriegt Nesovic den vielleicht. Oh, hinten sind wir heute echt sehr blöd aufgeteilt. Hier haben wir Glück, dass Kruz den Ball kontrolliert. Interessanter Ball. Nesovic! Ist der gut? 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 Nesovic mit dem 2:1. Doppelpack von ihm. Ist der gut? Ist der gut? Ist der gut, Leute? Ist der gut? Ich werde das so spielen jetzt mit einem kompletten Stürmer und einem pressenden Stürmer. Sila geht auf einen Deep-Lying Playmaker auf Support und dann haben wir noch einen Ball-Winning Midfielder, wobei da muss ich die beiden tauschen. Postkos und Kacella gehen jeweils auf Unterstützen und wir packen Zeitspiel rein. 15 Minuten noch. Nesovic, Hut ab, Hut ab. Kacala war wieder beteiligt. Oder hat er sogar den Assist gemacht? Postkos war es. Mit dem Kopfball. Und saustarkes Finish von Nesovic. So Jungs, nichts mehr anbrennen lassen bitte. Das wären so extrem wichtige Punkte. Nach einem wirklich sehr, sehr schlechten Spiel. Nach einem sehr bitteren Aus in der Champions League. Kacala stark. Aber, Postkos. Gefährlich. Sila. Vielleicht eine bessere Anspielstation in der Mitte. Und so kriegen wir den Konter. Uribe, was macht der denn? Was macht Uribe? Warum pennt der Kollege so rum? Also das macht hier keinen Sinn. Das macht hier wirklich keinen Sinn. Ich werde mal kurz wieder das normale 4-1-4-1 wählen. Werde dann Sila hier hinpacken. Nenezovic geht dann vorne rein und Deluca. Wobei Nesovic, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es so, glaube ich, lassen. Halt komplett unnötig, dass wir hinten so offen sind, ne? Zu dieser Zeit. Den Eckball sehen wir leider noch von Sandro Tonali. Wie beklärt. Kein gutes Spiel von ihm bisher. Kacala stark, sehr stark. 10 Minütchen noch. Postkos. Schöner Ball auf Nesovic. Leg nochmal ab, leg nochmal ab, leg nochmal ab. Oh, er schießt daneben. Nur nach rechts ablegen müssen. Das wäre das safe 3:1 gewesen. Ach, Mann. Napoli jetzt auch in einem offensiven 4-4-2 mit Flügelstürmern. Nein, Jungs, einfach nur nein. Warum denn so eine unten? Oh, ja, das wird sein, ja. Muss ich was sagen, dass es das erste Saisontor ist? Nee, ne? Muss ich nicht. Warum denn, Jungs? Warum? Es ist so fucking unnötig halt. Es ist so ultra heftig unnötig. Ich verstehe es halt einfach nicht. Warum kann man denn nicht einmal mal klug sein? Wieso sind wir so weit aufgerückt? Warum spielt Sala so einen unfassbar dummen Ball? Warum rennt Nedkov vom Gegner weg? Warum geht Kruz nicht hinterher? Warum macht mal wieder ein Spieler sein erstes fucking Saisontor gegen uns? Es ist halt ein Stürmer, Leute, ne? Es ist ein Stürmer, der sein erstes Saisontor gegen uns macht. Warum? Warum passiert das so oft halt? Ach komm, er ist doch eh jetzt drinne. Wir wissen doch eh alle, dass jetzt das 3-2 kommt, oder? Wunder. Das ist echt ein riesengroßes Wunder, dass jetzt nicht drin ist. Aber die haben ja noch 6 Minuten. Jungs, Alter.
Wollt ihr vielleicht mal hingehen? Die haben komplett verlernt, Fußball zu spielen, gerade schon wieder. Das sind nur noch blinde Bälle. Das ist schon wieder so ein blinder Ball. Wenigstens steht Uribe endlich mal im Weg. Alter! What the fuck? Ja, komm, fuck off. Meine Fresse, Alter. Warum haben die jetzt auf einmal verlernt, Fußball zu spielen? Die Passgenauigkeit die letzten 10 Minuten muss maximal 2,5% sein. Was soll die Scheiße, Jungs? Was soll die Scheiße? Nichts mit demotiviert. Wie kann man denn so ein Spiel so unfassbar einfach aus der Hand geben? Was soll ich denn noch machen? Ich habe euch gesagt, ihr sollt defensiv spielen. Ich habe euch gesagt, ihr sollt Zeitspiel machen. Ich habe euch gesagt, die Außenverteidiger sollen nicht mehr nach vorne gehen. Ich habe gesagt, die ZMs bleiben defensiv. Ich habe sogar gesagt, wir gehen dann auf doch nochmal 3 ZMs mit einem Sechser. Ich habe gesagt, die Flügelspieler sollen auf Support gehen, dass sie hinten bleiben. Ihr rennt alle nach vorne, ihr macht dumme lange Bälle direkt zum Gegner. Da könnt ihr nicht demotiviert sein. Ihr habt das Spiel gerade komplett allein verkackt. Ich gebe mir oft halt die Schuld für Sachen, die im FM passieren. Aber das hier streite ich komplett von mir ab. Ich habe alles gemacht, was logisch ist. Ich habe gesagt, Jungs, bleibt's mit eurer Spielweise konservativer, bleibt etwas weiter hinten. Macht keine dummen Sachen mehr. Die Außenverteidiger sollen nicht mehr nach vorne rücken. Sie machen genau das. Die Innenverteidiger rücken nach vorne. Was ist das gewesen, Jungs? Ihr habt gerade die Tabellenführung verspielt, indem ihr einfach wirklich gedacht habt, ihr seid die Kings. Aber ihr wart halt nicht mal ein Bauer. Also Schachspielen müsst ihr nochmal lernen, Jungs. Nesovic kann ich nichts vorwerfen, der Typ war unfassbar genial, wird das nächste Spiel auch starten. Das ist der Spieler, der momentan mit Abstand am torgefährlichsten ist, was sehr traurig ist bei einem Transfer von knapp für 30 Millionen Euro. De Luca sehr enttäuschend, trotz 8 Toren. Ach Mann, ey. Wir sind doch so gut zurückgekommen. Warum muss man dann halt so viel Bullshit machen. Meine Güte, ey. Was hätte ich denn da jetzt anders machen sollen? Ich habe den Jungs gesagt, was sie machen sollen und sie haben es nicht gemacht. Ganz ehrlich, so sehe ich das. Ich habe gesagt, Jungs, bleibt hinten. Macht keinen Mist. Klar, wir hatten da nochmal eine Szene, ne? Und dann habe ich die Außenverteidiger erst umgestellt. Aber das Gegentor, das kam halt so zustande, als wir alles schon richtig aufgestellt hatten. Wir hatten Zeitspiel drinne, wir hatten defensive Außenverteidiger, wir hatten Flügelspieler, die hinten mithelfen sollten. Wir hatten überall aufgepasst. Klar kannst du jetzt sagen, Nesovic ist nicht der beste Metzala. Aber ganz ehrlich, der war jetzt an der Federkette nicht beteiligt. Der hätte natürlich das 3-1 machen müssen. Also nicht er, sondern er hätte ablegen müssen. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, die extrem nervig ist. Da hätte ich vielleicht das Lob sogar rausnehmen müssen bei Nesovic, weil er hat's verkackt, dass wir das Spiel klar machen. Aber meine Güte, ey, was soll man denn da machen? Viel mehr kann ich halt nicht mehr machen. Und sie haben es trotzdem verkackt. Und dass mal wieder so ein Scheißspieler sein erstes Saisontor macht, es geht so heftig auf den Sack. Klar, es war erst sein drittes Spiel, aber meine fucking Güte, warum immer, ne? Der macht in seinem Scheißleben halt erst 2 Tore in 38 Spielen bei Napoli. Und natürlich, wahrscheinlich war das zweite auch gegen uns, ne? Würde mich halt nicht mal wundern. Wann waren das? Es war 25-26. Will ich das jetzt wirklich sehen? Ey, wenn der jetzt 25-26 wirklich das Tor gegen uns gemacht hat, ne, dann raste ich aus. Das war Pokal, das zählt nicht. Das war Jaros R. Das war Gennepo. Und das andere Spiel, Jaros R zum Glück. Meine Güte, Jaros R ist auch so krass einfach immer gegen uns. Ekelhafter Typ. Kann Cengiz da nicht mal was sagen, ne, von wegen Brudi? Halt dein Maul gegen uns. Ach, ja, Tabellenführung verspielt. Ich meine, es ist noch nichts verloren. Vor allem, wenn wir noch diese krassen, wichtigen Spiele haben. Aber eine sehr frustrierende Folge, alleine halt wegen dem Paris-Spiel. Dass es nicht nochmal ein 4-1-Sieg geben konnte, war allen klar, aber dass wir dann so untergehen. Ah, pisst an. Pisst wirklich an. Hoffentlich läuft die nächste Folge besser. Wir haben halt noch die Chance, wenigstens in die Europa League zu kommen. Platz 1 und 2 sind weg. Ne, ihr seht ja auch hier, mögliche Endplatzierungen sind nicht möglich, weil es halt direkter Vergleich ist, den wir gegen Paris und gegen City verloren haben.
Wobei gegen City nur. Also es geht nur noch um die Europa League. Und das wird auch nochmal echt schwierig. Ah, fucked up. Ist eine Scheißfolge gewesen von den Ergebnissen her. Fiorentina kann da auch nicht wirklich drüber hinwegtäuschen, dass es einfach nur beschissen war. Bin unzufrieden. Bin sehr unzufrieden. Hoffe, am Mittwoch läuft es wieder besser. Bis dahin. Tschüss.